Kennt ihr das, wenn ihr im Club seid und so einfach hin und her guckt und aus Versehen den Blick von einer Person streift und dann denkt so, oh fuck, das war awkward. In dem Fall natürlich ein Typ, in meinem Fall. Und danach guckt man nochmal umher und dann streift man nochmal seinen Blick und denkt sich so, oh fuck, nein, das war aus Versehen, denk jetzt nichts. Und dann kommt er so und dann ist es einfach awkward. Yes, das war eben. Ich hab doch einfach nur umhergeguckt, Mensch. War keine Einladung. Manchmal denke ich, ich sollte einfach DJ werden. Ich werde einfach in letzter Zeit viel zu oft enttäuscht von der Musik auf Partys und denke mir so, der DJ muss doch sehen, dass sich irgendwie keiner bewegt. Es ist 2:30, die Bude sollte voll dampfen und es tut sich nichts. Das liegt an mir. Aber das tut kein DJ. Warum ist es so? Ich sollte mal das Zepter übernehmen. Echt verdammt kalt hier in Hamburg und windig. As always. Alleine gelassen. Nies, der Stubenhocker, war auch dabei. Und Nies hat sich so Sorgen gemacht die ganze Zeit um den Hund. Was tut Amy alle? Geht es ihr gut? Und naja, und dann hat er das als Ausrede genommen, sich dann noch um 1:30 zu verpissen. Ist dann zum Hund gegangen und ich meinte noch so, ey, ohne Spaß. Der Hund, der schläft und der weiß nicht mal, dass wir weg sind. Kommt er nach Hause und schreibt mir jetzt mal so, oh, du hattest recht, hey, der lässt dich nicht mehr aufwecken. Yo, ich hoffe, du hattest einen wunderbaren Abend zu Hause, mein Freund.